So, hallo und herzlich willkommen wieder mal bei Monster Hunter 4 Ultimate Let's Play. Ja, heute steht der Magma, nein, Molten T-Rex an. Magma T-Rex heißt in der deutschen Version. Aber egal. Wenn die Informationen, die ich im Internet fand, richtig sind, brauche ich den für die Quest, mit der ich dann endlich die Lunastra-Teile freischalten kann. Ach, wäre schön, aber sicher bin ich mir nicht. Ja, Brot mit Toast wollte ich. Ich hab's auch schon hier rumliegen. Aber ich hab's eigentlich so eilig. Danke für den Follow, Nico Bonnie. Freut mich. Ja. Denk mal, ich hab alles dabei, was man braucht. Dio. Mensch, na, ich rolle mich eher bis hier. Auf geht's. Ich denk mal, es ist genau wie im Online-Modus da in diesen komischen. Genau. Oho, es gibt schon. Oh Gott, ist das etwa G-Bank? Ne, ich glaube nicht, oder? Wenn es hier schon First Aid Potions Plus gibt. Ja, du kannst dir aber die Teile davon ertraden, Nico Bonnie. Also es gibt eine NPC, da kannst du Monsterteile gegen Teile von Monstern tauschen, die es im Spiel nicht gibt und so deren Rüstung bauen und Waffen. Eine mega Nebulentruhe. Ein bisschen Angst. Ein übler Unhold dieser Molten T-Rex auf ihn. Am Anfang macht er fast gar nichts. Wow. Ich hab mich noch erwischt. Aber macht nicht viel Schaden. Ich hoffe, es ist nur High Rank. Ach, verdammt. Und schon wieder Bombe. Hab schon wieder hier rumrollen. Einmal rollen, dann ist das Bumm. Beziehungsweise Blast-Element jetzt weg. Oh, danke für den Follow, Extreme Gamer. Der läuft jetzt ja ganz gut. Und der ist so zu. Naja, das war nix. Es fängt an rumzuschreien. Aua, das tut weh. Das hat so viel Schaden gemacht, weil ich Bomben-Element auf mir hatte, als er mich traf. Aua. Oh nein, oh mein Gott. Scheiße. Sorry. Oh Gott, ey. Wow. Ich sag noch, es läuft gut, ey. Das ist schrecklich. Oh Gott. Hoffentlich schaffe ich den. Jetzt muss ich es nochmal aufnehmen. Habe ich zwei Mega-Dämonen-Drogen dabei gehabt. Okay. Aua. Alter, what the heck?
Ich hätte mir lieber Bio-Researcher in die Rüstung reinslotten sollen, anstatt kritisches Auge plus 3. Oh, keine Ausdauer mehr. Weg hier. Hat er mich schon noch getroffen. Oh, verdammt, das reicht. Nein. Du bist Drecksvieh. Ei. Nein! Oh nein! Manu. Hui. Ich rennt ja in die Säule rein und bleibt hängen. Nein. Macht sie kaputt. Oh. Rache der Enterbten hier. Oh, 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 oh. Komm schon. Schreien darf er. Ich hab beste Ausstattung. Nur nicht hier ausrasten. So. Ja. Ist jetzt Zwiespalt heilen oder draufschlagen? Wegrennen und heilen. Schon. Oh, die Katzen. Stimmt, ich könnte noch ein bisschen Traps legen hier. Wie ist das gerade im Shell? Soll ich erst Flächen und dann Traps legen? Aber. Kommt er her? Verdammt. Nein, oh Mann. Den Kompissen hat es noch getroffen. Das ist eine Explosion. Nicht noch ein Shiny. Genau. Er macht ja gar nicht so viel Damage, wenn man kein Bombenelement hat, aber das eben war echt krass. Da habe ich jedes Mal Bombenelement auf ihn drauf gehauen. Ich komme gar nicht mehr dazu, das wegzukriegen. Nein, nein! Och ja! Du musst Drecksvieh. Lass mich schon mal zu Atem kommen hier. Oh Mann, ey. Jetzt muss ich auch noch rollen. Nein! Du bist Bombenelement. Scheiße.
hätte mir mehr Pfeilen mit holen sollen. Oh Mann, nein, ich war sein. Wie er direkt in seinen Sturmangriff übergeht. Oh, versucht mal zu flashen ein bisschen. Oh, Alter, ich hab keine Flash. Doch, ich hab Flashbombs dabei. So, wir müssen... Jetzt... Na, es war zu spät. Ja, verdammt. Jetzt wäre wieder ein guter Zeitpunkt gewesen. Also Lufthuls soll man das angeblich machen, glaube ich, oder? Oh, er ist erschöpft. So viel reinhauen wie geht hier. Fällt hin? Wer fällt hin? Auch nicht. Nein, verflucht! Was ist das für komische Geräusche hier? Ist Switch X? Ich noch mal gemountet mit Glück. Heilige Mutter Gottes. Oh, hab ich Glück gehabt. Und wieder Glück gehabt. Huch, was tue ich denn da? Nein! Naja, hab ja getroffen. Huch, hab ich aber auch. Oh nein, 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 oh mein Gott, aua. Na toll, ey. Alter, wie abartig. Oh, 2 von 3. Boah, nee, ich hätte mir lieber Bio-Research reinmachen sollen, anstatt kritisches Auge plus 3. Boah, schlägt mir mal gleich so eine Steampump dahin. Daran habe ich gar nicht gedacht. Dann kann ich einfach da durchschlaufen. Ach, was soll der Wind hier? Ah, oh, Mann! So. Was war das denn? Lachhaft. Unfassbar, ey. So ein dummes Stress hier, ey. Ätzend.
ist auf jeden Fall nur High Rank. Also sowas habe ich noch nicht erlebt, ey. Macht ja so einen Stress und kippt dann so erbärmlich um. Immer angestupst, bummt und... naja. Er von seinen Rachen, oder? Maw? Ich weiß es gar nicht. Und einen Jägerrang aufgestiegen durch die Quest. Mal sehen, ob es die... Boah, sind ja viele neue Sprechblasen vorhanden. Okay, ich denke mal, da werde ich auf jeden Fall die Quest bekommen, die ich benötige. Habe ich gerne gemacht. Hi, Aibchen. Ducknabbit. What? I may or may not have been drinking, and I seem to have misplaced some important documents. Okay. Besser Zeit. Okay, muss für den seine Wente besorgen, die er so verloren hat. Haben wir hier noch die Evil was? Guten Tag. Oh oh, das klingt nach Camellias oder sowas in der Art. Bloß nicht spoilern. Sweep Sweep Hunter, you've got to hear this. Ah, das ist, glaube ich, die Questreihe. Ja. Das ist ja schon ein Hinweis darauf, dass es später die Teile von der Lunastra gibt.
Sehr schön. Das ist die erste Quest, die ich machen muss. Danach kommt noch eine und dann kann ich endlich die Teile ertraden, die ich haben will. So, mal sehen, was hier alles Neues gibt. Die ist so cool, die Frau. Striking Gold. Jo, jetzt habe ich jede Menge Quests bekommen hier. Ach, okay. Okay, so ein Monster ist es also. Ultratian. Ja, das da geht ja. Boah, aber der Moltenkrieger ist stressig. Naja, hiermit verabschiede ich mich von euch für diese Folge. Tschüss, bis zum nächsten Mal.